Willkommen bei Mechanica oder Mechanica oder wie auch immer. Ja, der schon länger, etwas länger meine Videos sich anschaut, wird feststellen, dass dieser Grafikstil ein bisschen eine Ähnlichkeit zu dieser guten Person hier hat. Agatha Knife. Das ist nämlich der Mechanica, ist von den gleichen Machern wie auch Agatha Knife. Nur dass Mechanica eigentlich vor Agatha spielt. Also das Spiel ist ja aus 2015 und Agatha war, glaube ich, aus 2016. Ja, es wird, glaube ich, ähnlich abgedreht werden. Ich freue mich sehr drauf. Und wir springen jetzt einfach mal hier direkt rein ins Spiel. Das bin ich, Nika. Ich bin 7 Jahre alt und ein bisschen sonderbar. Das sagen sie zumindest. Ich habe es schon immer gemocht, Sachen zu reparieren. Die Wahrheit ist, ich mag es, meine Hände zu benutzen. Alles, was mit Elektronik oder Mechanik zu tun hat, überlasse es mir. Ich liebe es einfach. Bücher haben mir immer weitergeholfen. Es gibt einen Haufen Bücher, die Zeitverschwendung sind, aber Technikbücher sind super. Aber manchmal brauche ich ein bisschen Hilfe. Genau, das haben wir schon bei Agatha Knife gesehen, dass sie sich gerne mal einen trinkt, auch mit ihren 7 Jahren schon. Dann nehme ich einen Schluck von meinem besonderen Gebräu. Cognac und Kakao. Okay. Es hilft mir dabei, die Dinge klar zu sehen. Und dann kann ich mit meinen Experimenten weitermachen. Ich mag die Schule nicht. Anstatt uns nützliche Dinge beizubringen, ignoriert uns meine Lehrerin komplett. Sie spielt immer an ihrem Handy und gibt uns Klausuren, die ein Kindergartenkind machen könnte. Die meisten meiner Klassenkameraden sind nicht sehr klug. Ich bin sicher, meine Eltern interessieren sich auch nicht für mich. Ehrlich gesagt fühle ich mich auf dieser Welt ein bisschen einsam. Aber genug beschwert. Ich habe keinen Bock auf diese sinnlose Klausur. So, du musst mir helfen, hier rauszukommen. Vielleicht können wir draußen auf dem Schulhof etwas Interessantes machen. Aber lass mich dir zuvor erklären, wie diese Welt funktioniert. Es ist ganz einfach, du wirst schon sehen. Wir können mit vielen Dingen in unserer Umgebung interagieren. Zum Beispiel mit meiner Klausur, der Tür oder meiner nutzlosen Lehrerin. Nika, ich kann dich hören. Naja, wie auch immer. Lass uns loslegen. Wenn du mit etwas interagierst, wie einer Person oder einem Objekt, erscheinen Symbole. Jedes Symbol stellt eine Aktion dar. Zum Beispiel, wir können meine Klausur ansehen oder mitnehmen. Ansehen oder mitnehmen. Die Tür öffnen, um das Klassenzimmer zu verlassen. Oder wir können meine geliebte Lehrerin ansehen oder mit ihr reden. Nika, hör auf mit dem Unsinn. Du solltest noch ein paar andere Dinge wissen. Jetzt, wo du es gesehen hast, wie die Dialoge aussehen, weißt du, was du zu erwarten hast. Meistens, wenn wir mit Leuten reden, gibt es ein paar Optionen. So können wir über verschiedene Dinge reden. Um alle Optionen zu sehen, tippe auf die Pfeile, die unter dem Dialog erscheinen. Sobald du dich für eine Option entschieden hast, tippe darauf und ich kümmere mich um den Rest. Super, das wäre fast alles. Jetzt zeige ich dir meinen Rucksack, wo ich alle Dinge sammle, die wir auf dem Weg mitnehmen. Um zu sehen, was wir haben, tippe einfach auf meinen Kopf. Na klar, alles klar. Okay, das ist mein Rucksack. Es gibt 3 Dinge, die ich immer bei mir habe. Mein Schlüssel, mein USB-Stick und mein Flachmann. Wenn wir eine Pause machen möchten, benutzen wir den Schlüssel, um zum Menü zurückzukehren. Der USB kann verwendet werden, um unseren Fortschritt zu speichern. Aber immer wenn wir einen Ort verlassen, wird unser Fortschritt auch gespeichert. Also, kein Grund zur Sorge. In meinem Flachmann habe ich ein besonderes Gebräu. Cognac und Kakao. Das schmeckt super. Wenn ich nicht sicher bin, was ich tun soll, nehme ich einen Schluck. Sobald die Trunkenheit vorübergegangen ist, kann ich die Dinge viel klarer sehen. Es funktioniert fast immer. Ich habe auch noch ein Abzeichen in meinem Rucksack.
Wenn du nochmal alles durchgehen willst, was ich dir erzählt habe, klicke auf das Abzeichen mit dem Fragezeichen. Und wir gehen es nochmal schnell durch. Super. Siehst du die Rückseite von meinem Rucksack? Dort sehen wir alle Dinge, die wir auf dem Weg mitnehmen. Im Moment haben wir nur mein Frühstück. Eine Tupperware voll mit Gemüsebrei. Igitt. Wenn wir Dinge einsammeln, erscheinen sie hier, um etwas zu benutzen. Zum Beispiel, um die Tupperware jemandem zu geben, wähle sie hier aus und verlasse dann den Rucksack. Um den Rucksack zu verlassen, tippe einfach nochmal auf meinen Kopf. Okay, jetzt tippe einfach auf jemanden und wir geben dieser Person die Tupperware. Einfach, oder? Und das war's. Lass uns etwas Interessanteres machen. Obwohl das schwierig wird, während wir noch im Klassenzimmer sind. Also, lass uns von hier verschwinden. Alles klar. Ja, nach dieser knapp 5-minütigen Tutorial-Einweisung, versuchen wir jetzt erstmal hier abzuhauen. Ja, meine Klausur. Ich hab nicht wirklich Lust darauf. Wir packen die mal ein. Können wir sie jetzt... Das ist meine Klausur. Ich habe sie nicht gemacht. Okay. Okay, da steht aber nur 1, 2, 3, also da steht nichts wirklich weiteres drauf. Können wir mit denen mal reden? Wir gucken die erstmal an. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie scheint nett zu sein. Ja, das Piratenmädchen nennen wir sie. Hallo. Ja, jetzt ist die Frage. Ich mache nicht bei allen die Stimmen nach. Hallo. Ich erinnere mich nicht an ihren Namen. Ich frage mich, warum sie eine Augenklappe hat. Sieht aus, als wäre sie sich am Arm verletzt. Oh, jo. Nee. Okay, wir fragen sie erstmal nach ihrem Namen. Wie war nochmal dein Name? Quatsch! Sie heißt wirklich Piratenmädchen. Ja, ich heiße Piratenmädchen. Ja, nee, so kann sie nicht heißen. Das ist ein Spitzname, oder? War es. Aber ich wurde so oft so genannt, dass ich meinen echten Namen vergessen habe. Achso, ja, das ist ein lustiger Name. Piratenmädchen. Gefällt mir. Danke. Es ist ein cooler Name, oder? Ich mag ihn auch sehr. Das ist ein lächerlicher Name. Wir machen uns mal direkt Freunde hier in der Klasse. Piratenmädchen. Das ist ein hässlicher Name, findest du nicht? Du hast vorhin gesagt, dass er dir gefällt. Ich liebe ihn. Naja, okay. Wir sagen mal, wir wechseln mal das Thema. Warum hat sie denn eine Augenklappe? Ja, wahrscheinlich, weil sie das Piratenmädchen ist, oder? Was ist mit deinem Auge passiert? Nichts. Ich trage die Klappe, weil sie cool aussieht. Ah, okay. Das klingt nicht sehr praktisch. Ja, das klingt echt nicht praktisch. Mit beiden Augen zu sehen wäre aber besser, oder? Ja, ich schätze schon. Aber so beleidigen meine Freunde mich nicht und spielen mit mir. Okay, gerade deshalb. Okay, das muss unangenehm sein. Nervt es sich nicht, sie die ganze Zeit zu tragen? Doch, aber wer schön sein will, muss leiden. Okay, ich frage nochmal was anderes. Genau, sie hat sich noch am Arm verletzt hier. Hast du den Arm verletzt? Ja, ich habe mir letztens das Handgelenk beim Breakdancen gebrochen. Achso. Breakdancen? Du kannst Breakdancen? Ich bin noch nicht sehr gut, ich lerne noch. Sobald ich mich erholt habe, bin ich wieder dabei. Ich werde super sein. Okay. Alter, dieses Spiel schon wieder. Ja, ich nehme an, sie tanzt in einer Crew. Bist du in einer Breakdance-Crew? Natürlich. Man ist niemand, wenn man nicht mit einer Crew tanzt. Ich gehöre zur Mongo-Tropokol-Crew. Sie trainieren wahrscheinlich gerade auf dem Schulhof. Ja, alles klar, dann werde ich sie doch gleich mal... Das werden wir doch erstmal rausfinden. Okay, wir lassen sie mal weiterschreiben. Das Piratenmädchen. Okay, was ist mit ihm hier los? Er heißt Willi. Er ist ein bisschen langsam. Ja, sieht doch aus. Okay, wir fragen mal mit Willi. Wie läuft es, Willi? Hung Chu. Was? Willi? Okay, der sagt immer nur das. Okay, war das mit ihr hier? Das ist bestimmt der Streber, oder? Ha! Ich wusste es. Frankie ist der Streber. Aber eigentlich zählt es nicht, weil er das Jahr wiederholt. Achso.
Sieht aus, als würde sie sich wirklich konzentrieren, Frankie. Lehrerin, Nika redet mit mir. Sie hat nicht gelernt und will von mir abschreiben. Boah. Boah. Boah, Kollege. Ihr Blick sagt schon alles. Nika, lass Frankie in Ruhe. Boah, ist das ein blöder Penner. Vollgas voraus. Hey, Frankie. Lehrerin, Lehrerin, Lehrerin. Sehen Sie mal. Nika, sehen Sie, sehen Sie. Nika, bitte. Boah, ist das ein Drecksack. Können wir nicht wie bei Kindergarten irgendwie so richtig schön piesacken oder so? Okay, das haben wir schon mal. Okay. Können wir mit irgendwas machen? Meine Lehrerin. Armes Ding. Sie ist nutzlos. Hallo Lehrerin. Was willst du, Nika? So, ich werde mal meine Klausur abgeben. Ich werde etwas in der Klausur zeigen. Ich werde ihr sagen, dass ich von ihr, was ich von ihrem Unterricht halte. Ich denke, das ist ein ganz guter Gesprächseinstieg eigentlich. Ihr Unterricht ist so langweilig. Ich lerne gar nichts. Ich werde ihn nicht interessant für dich machen. Außerdem, denkst du, es macht mir Spaß, Zeit mit euch zu verbringen? Sieh dir diese Klasse an. Ich habe einen Idioten, einen Kerl, der immer wieder dasselbe Jahr wiederholt, ein nutzloses Ding und eine, die denkt, die wüsste alles besser. Was für ein Haufen. Geil. Ich werde jetzt erstmal sagen, dass die Klausuren sind Zeitverschwendung. Anstatt Klausuren können wir auch etwas Interessanteres machen. Gruppenarbeit oder etwas untersuchen. Klausuren haben immer funktioniert und in dieser Klasse habe ich das Sagen. Okay, wir haben also den Punkt erreicht, wo ein kleines Mädchen versucht, mir zu sagen, wie ich meinen Job zu tun habe. Boah, ey. Boah. Okay. Wenn wir mal ein bisschen Interesse dran zeigen. Ich habe eine Frage. Tut mir leid, aber mir ist gerade nicht nach Denken. Ich bin beschäftigt, den Rekord von der Lehrerin aus der anderen Klasse zu überbieten. Achso, ja okay, das geht natürlich vor. So, ich werde jetzt mal abgeben. Ich bin mit der Klausur schon fertig. Okay, leg sie auf den Tisch und dann kannst du auf den Schulhof gehen. Ja, perfekt. Wir haben nichts ausgefüllt. Das sehe ich ja jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst. Das muss ich zensieren. Da, ich sehe da ein, ich sehe da was. Die verschiedenen Teile des menschlichen Körpers. Das ist ja was. Okay, da muss ich irgendwas drüber legen. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, seht ihr jetzt hier einen... Oh Gott. Oh Gott, ein Penis. Okay, das hier die Dance Crew wahrscheinlich. Hey! Die kennen wir. Das ist Agatha. Sie ist von der ersten Sorte und sagt nicht viel. Aber sie ist nett. Ja, mit Agatha reden wir jetzt natürlich sofort. Hey Agatha. Hey Nika. Sie sieht sehr müde aus. Du hast große Ringe unter deinen Augen. Ja, dank meiner Schlafstörung. Ich frage mich, ob es Vorteile hat, nicht zu schlafen. Und was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Ich arbeite in der Metzgerei meiner Eltern. Ein kleines Mädchen, das nachts arbeitet? Das klingt mir nach Kinderarbeit. Es macht mir nichts aus. Ehrlich gesagt gefällt es mir. Würdest du es nicht bevorzugen, etwas anderes zu machen? Nicht wirklich. Ich mag den Job und den Tieren nahe zu sein. Und das Fleisch. Also das Thema wechseln. Okay, Thema wechseln. Um so schlecht auszusehen, hat sie vermutlich seit Ewigkeiten nicht geschlafen. Wie lange ist es her, seit du geschlafen hast? Ich kann mich an das letzte Mal nicht erinnern. Aber mir geht's gut. Okay. Okay, was anderes? Ja, cooles T-Shirt. Ich mag dein T-Shirt. Das ist blutendes Schwein. Der Märtyrergott des Karnivorismus. Wie gesagt, am besten den ersten Teil, also Agatha Knife gucken. Dann erklärt sich das, was der Karnivorismus ist. Und auch das blutende Schwein. Karnivorismus? Ist Karnivorismus das Gegenteil von Veganismus? Mehr oder weniger, aber viel besser. Der Märtyrergott? Ein Schweinegott? Jupp. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu zeigen,
wie gut Würstchen sind. Das ist viel zu abgedreht, ich wechsle das Thema. Na gut, wir wechseln mal das Thema. Okay, wir machen jetzt mal was anderes. Agatha, bis später. Jo, bis später. Alles klar, ja cool, da haben wir die Agatha auch schon kennengelernt. Die beiden sind ja auch hier, glaube ich, beste Freunde. Guck mal, hier ist die geile Dance Crew. Oh, geil. Oh, das ist hier, der stellt sich hier so ein bisschen in den Vordergrund, glaube ich, hier. Das hat dem hier nicht gut gefallen. Der ist so bestimmt Justus oder so. Was ist er hier für einer? Okay, kann ich euch die Mucke ausmachen? Nee. Aber ich kann mit denen... Sie feuert ihre Freunde an. Okay, wir quatschen mal mit ihr. Hallo. Hey, wie läuft's? Das müssen die Mango Tropical sein. Oh, die Mongo Tropical. Die das Piratenmädchen erwähnt hat. Ja, ihr seid Mongo Tropical, oder? Ja. Ich kann nicht glauben, dass du von uns gehört hast. Ich will ihr die Spürung nicht vermiesen, aber... Naja, das Piratenmädchen hat euch erwähnt. Oh ja. Das arme Ding ist letztens hingefallen und hat sich verletzt. Hoffen wir, dass sie schnell wieder gesund wird. Wir vermissen sie. Ja, sie trainieren vermutlich. Trainiert ihr? Yep, wir machen bei einem Wettbewerb namens Go with the Flow mit und wir müssen trainieren, damit wir uns qualifizieren. Ja, ist ziemlich gut. Na, ihr seid ziemlich gut. Danke, wir müssen noch mehr üben, wenn wir gewinnen wollen. Das ist ein sehr seltsamer Name. Woher habt ihr den Namen Mongo Tropical? Ein paar Freunde von uns machen Videospiele, mein Mango Protocol. Genau, das ist nämlich der Entwickler von dem Spiel hier. Ihnen zu Ehren haben wir uns für Mongo Tropical entschieden. Sie sind so unglaublich wie wir. Deswegen kommen wir so gut miteinander aus. Alles klar. Okay, dann ihr Thema wechseln. Tolles Soundsystem. Haben Sie euch diese Musikanlage hier reinbringen lassen? Niemand achtet hier auf uns. Ihnen ist das Soundsystem nicht mal aufgefallen. Ja, läuft. Okay, dann haben wir... Okay, die können wir, glaube ich, nie ansprechen hier. Doch, den hier noch. Ach, sie... Ach, er ist ein... Ach, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass er... wär ein Junge. Sieht nicht aus, als wäre er fürs Breakdancen angezogen. Ja, ist richtig. Hey. Hey, Freund. Es tanzen nur zwei. Ja, tanzt du denn nicht? Ich und Sarah sind immer super. Sie brauchen mehr Übung. Ach so, die beiden sind immer super, aber die beiden brauchen Übung, okay. Bist du nicht ein bisschen zu smart gekleidet für einen Breakdancer? Ich fühle mich eigentlich echt wohl. Ich gehe mit dem Flow. Alles klar, dann lasse ich ihn mal mit seinem Flow weitermachen. Keine Sorge, Süße. Wir sehen uns. Boah, verpiss dich, ey. So, was hier? Das ist bestimmt der gut aussehende Typ, auf den die ganzen Weiber fliegen. So sieht zumindest hier aus. Ja, sieht aus, als wüsste er, wovon er redet. Ja, ist klar. Na, ich will ihn nicht stören. Okay, aber die beiden will ich stören. Ja, sie scheinen echt interessiert zu sein, was ihr Freund ihnen erklärt. Das glaube ich eher nicht. Hey Mädels! Hallo! Lernt ihr auf dem Schulhof? Ja, was macht ihr hier? Ja, klar. Wir lernen etwas Quantenmechanik. Glaubst du, Schrödingers Katze ist tot oder lebendig? Tot und lebendig. Ja, sie ist zugleich tot und lebendig. Das ist nicht möglich. Wir bevorzugen klassische Physik. Okay. Ja, dann. Ältere, dann weiß ich es nicht. Komm schon, sag etwas. Letzten Endes spielt es keine Rolle. Der wichtigste Teil ist die Diskussion. Boah. Wir werden auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Wechseln wir das Thema. Sie sind echt gut gekleidet und zurecht gemacht. Okay. Ihr seid beide sehr hübsch. Ey, das wollte ich nicht sagen. Danke, wir haben dieses Outfit einfach zusammengeworfen. Okay. Aber der Typ sieht aus, als würde er hart arbeiten. Guter Lehrer? Scheint, als wüsste er, wovon er spricht. Justin, er ist unglaublich. Er ist in der Nachbarschaft der Beste in Quantenphysik. Guck mal, wie böse er guckt, nur weil ich mit denen rede hier, der alte Penner. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen sie einfach mal lernen. Ich lasse euch weiter lernen. Danke, bis dann. So, jetzt geht's nämlich da weiter.
Und ja, das war auch schon die erste Folge von Mechanica. Oder Mechanica. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Mechanica wieder. Wenn wir hier uns hier den Türsteher anschauen und uns weiter auf dem Schulhof ein bisschen umgucken. Ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Spiel findet. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen abgedrehter. Wie gesagt, wer Agatha Knife sich noch nicht angeschaut hat, gerne da reinschauen. Ist von den gleichen Entwicklern. es wird, glaube ich, ähnlich verrückt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.